Hallo, guten es Morgen. ist sehr früh morgens. Guten Morgen. Es gibt ja nichts, was mir mehr auf den Sack geht als so Radiomoderatoren, die morgens um 6 schon richtig geil drauf sind. Ja. Ich finde es eben sympathischer, wenn wir genauso drauf sind wie Sie. Wir müssen heute den ganzen Tag hier durchs Programm führen, weil wir gegen ProSieben verloren haben. Ja, schöne Scheiße. Und jetzt machen wir den Programmansager. Was kommt als erstes? Steht da hinten. Na, sagen wir doch jetzt. Ja, aber das sehen die Leute doch. Es heißt Mom. Ja, aber Mom, das sehen die heißt, doch. Das kommt jetzt. Ich muss dir noch nicht sagen, was das sehen halt die doch. Halt doch mal Schnauze, es kommt jetzt Mom. Was? Ja, also, es ist ja noch sehr früh am Tag. Und wenn einem was morgens früh auf den Sack geht, dann sind das so gut gelaunte so Fernseh- und Radiotypen. Deswegen dachten wir, wir schneiden einfach die Köpfe ab, dann gehen wir, dann ist das vielleicht nicht so aufdringlich. Aber du hast gerade gesagt, gut gelaunte. Wir sind ja selber noch nicht gut gelaunt. Es ja, aber einfach, wenn man... Sie aber würden in ein trauriges Gesicht da reingucken. Aber ich finde, das ist, glaube ich, erträglicher, wenn man unser Gesicht nicht sieht. Ja, okay, es reicht ja, wenn gleich eine schöne Folge Two and a Half Men kommt, oder? Eine richtig tolle Folge zum Aufwachen. Ja, natürlich, da geht's los. Hallo, ihr kleinen, süßen Fernsehmäuse. Na, war es witzig mit Two and a Half Men? Nehm mal an, ne? Ja, das Gute ist, wenn es witzig war, jetzt geht's weiter. Und falls Sie sich fragen, warum sitzen wir beide Tölpe mittlerweile auch morgens bei Ihnen im Fernsehen? Wir haben gestern Abend unsere Show verloren und das ist unser Wetteinsatz. Jetzt kommt aber für Sie, damit Sie ganz schnell wieder gut draufkommen, eine weitere Folge von Two and a Half Men. Ich glaube, Charlie Sheen hat da ein Problem mit Frauen. Nehme ich an. Könnte sein. Vielleicht. Das Gute ist aber, wir können selber auch gucken. Also, bis gleich. See you. Da sitzen Sie ja immer noch vor der Glotze. Wir sind Programmansager heute. Haben Sie das schon mal gehört? Das hat man früher gemacht im Fernsehen. Da gab es zwischendurch so irgendwelche Typen, die haben dann, oder meistens waren es Damen, die dann gesagt haben, was so im Fernsehen kommt. Das ist bei ProSieben sehr spannend. Was glauben Sie, was kommt jetzt wohl nach einer Folge Two and a Half Men? Ja, richtig. Wie kommen Sie drauf? Noch eine Folge Two and a Half Men. Und viel Werbung und so. Halt Ihr ProSieben, wie Sie es kennen und lieben. We love to entertain you. Da hast du es wie ein, nennt man das? Ein Fehler in der Matrix. Aber es ist doch so, dass wir jetzt schon relativ lange hier stehen und jetzt wieder diese Sendung kommt? Nein, das kann nicht sein. Zum ersten Mal, ganz sicher? Dir spielt dein doofes Gehirn einen Streich. Okay, gut. Also, das kann nicht sein. Dann sage ich jetzt für Sie zu Hause zum ersten Mal heute auf ProSieben. Exklusiv wie eine Perle. Ja, tatsächlich. The Big Bang Theory, eine der größten Erfolge im Fernsehen, haben Sie wahrscheinlich sehr selten bisher gesehen. Jetzt auf jeden Fall eine Folge davon. Bitteschön, viel Spaß. So, jetzt würde ich sagen, machen wir ein Gewinnspiel oder was, Joko? Ich ziehe noch mal ganz kurz dran. Was machst du da? Ich rauch. Wir machen ein Gewinnspiel. Wer weiß, wo wir sind, kriegt 7 Fiat Multipla. Aber... Das darf man so nicht sagen, dann muss man die wirklich geben, ne? Ja, das würde ja, okay, das war ein Witz. Wir es gibt, es gibt keine Autos. Und wir sitzen hinterm Sofa. So, jetzt kommt Big Bang Theory, eine weitere Folge. Leute, die Überraschungen hier bei ProSieben im Programm reißen einfach nicht ab. Na, haben Sie schon viereckige Augen? Joko ist gerade weggerannt und er nicht rechtzeitig wieder aufgetaucht. Deswegen mache ich das jetzt mal für Sie alleine. Gerade The Big Bang Theory und jetzt kommt eine weitere Folge The Big Bang Theory. Da freuen wir uns drüber, denn das ist eines der ganz... Das ist clever hier, richtig. Was denn? Guck mal, da steht eine Kamera und du stehst nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Licht. Das ist alles sehr unprofessionell, wie du das hier regelst. Ich wollte nur einen Kaffee holen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir... Warum sind wir denn schon wieder drauf? Ja, weil wir den ganzen Tag hier heute Programmansager sind. So ist das. So. Na, was ist besser als 2 Folgen Big Bang Theory? Richtig, 3 Folgen Big Bang Theory. Also Joko, wenn du mich fragst, ich kann von den Kult-Nerds von ProSieben, von Leonard, Howard, Sheldon und Raj, gar nicht genug bekommen. Und wenn dann noch die verrückten Freundinnen dazukommen, da kann wirklich selbst der traurigste Miesepeter mitlachen. Mal gucken, was sie heute wieder Witziges erleben. Ey. Die kommen immer auf Ideen. Ja, wirklich. Es ist mittlerweile 8.55 Uhr. Wir haben noch einen ganzen Tag voller Arbeit vor uns. Wir freuen uns, Sie heute hier durchs Programm zu führen. Wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit und Klaas Häufer-Umlauf. Der ist gerade nicht da. Der Kaffee drückt, um das mal irgendwie zu formulieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat sich gerade kurz mit den Worten verabschiedet. Ich gehe mal kurz auf Klo. Ich mach mal kurz Kaka. Und jetzt kommen wir zu einer, keinen weiteren Folge von Big Bang Theory, sondern, Sie sehen es da hinten, The Middle. Ja, das war gerade eine Folge The Middle und jetzt kommt direkt im Programm... Warum schreist du so? Wie? Schrei ich? Du schreist. Ach so, ja, ich merke das manchmal nicht. Wirklich? Ja, du bist sehr laut. Ich habe den Eindruck, ich rede ganz normal. Nee, du bist sehr laut, aber echt? Egal. Ja, mach einfach weiter. Gut, also, das war gerade eine Folge The Middle und jetzt folgt noch eine weitere Folge The Middle. Wir wünschen gute Unterhaltung, viel Spaß hier auf Ihrem Powersender ProSieben. So.
Da sind wir wieder, Ihr Lieblingsduo. Hm. Ja, da hast du recht, mein lieber Klaas. Wir beide führen sie nämlich heute durchs Programm, weil wir und beide... gestern haben wir verloren, Joko und Klaas gegen ProSieben. Aber dafür hat der Sender uns seinen riesen Schlängel gezeigt. Ja, billig gesprochen, weil ProSieben unser Boss ist. Machen wir es heute. Wow, das habe ich nicht mitbekommen, ehrlich? Ja, so ist das. Ja, okay. Dann machen wir jetzt weiter im Programm. Gute Unterhaltung. Viel Spaß. Hi. Wir freuen uns. Es ist zu blöd, ey. Es geht nicht. Wir machen das jetzt nicht mehr. Wir sagen jetzt einfach ganz normal das an. Wir wollten so Wort für Wort, aber er ist zu blöd. Es geht nicht. Wir machen jetzt, es kommt Mike und Molly. Es ist so. Tut mir leid. Lass uns das bitte gleich mal probieren. Ich schwöre, ich kann das. Wirklich. Mike und Molly kommen jetzt im Fernsehen bei ProSieben. Mann, Alter, jetzt hast du zwei gesagt. Das ist ein Markenname. Ich persönlich, wenn ich mal einen persönlichen Kommentar hier mal abgeben darf zu dem, zu dem, was wir hier machen müssen, weil wir verloren haben, nämlich Programmansager sein. Ich finde das sehr rückschrittlich, wenn ich das mal an ProSieben direkt adressieren darf, dass wir hier ansagen müssen, dass jetzt How I Met Your Mother kommt. Ich meine, 2019, wir fliegen zum Mond, es gibt Sachen wie die Hör zu, es gibt die TV-Spielfilme, warum müssen wir das machen? Keine Ahnung, vielleicht weil wir die Sendung verloren haben, ist ja vollkommen egal. Wir können uns das ist aber doch kacke. Ja, wir können uns darüber aufregen, wir werden Macht es nicht mir ändern. Aber keinen Spaß. Ja, Feierabend. Ja. Es war der Sommer des Jahres 2019. Ich, Joko, hatte damals eine komplett andere Stimme als heute und stand mit Klaas zusammen in einem Studio in München. Wir hatten damals gerade eine Ausgabe unserer Show Joko und Klaas gegen ProSieben verloren und mussten einen Tag lang das Programm unseres Arbeitgebers ansagen. Es war 11.30 Uhr. Normalerweise haben wir immer gegeneinander gearbeitet, aber in diesem speziellen Jahr haben wir angefangen, gemeinsame Sache zu machen. Und so warteten wir gespannt auf die nächste Folge How I Met Your Mother, die direkt nach dieser Moderation gesendet wurde. Da sind wir, Joko und Klaas, ihre Two Broke Girls hier. One Cup. Two Broke Girls, One Cup. Das kommt jetzt. Viel Spaß, ne? Vielleicht wenn jetzt gerade, ist jetzt gerade Mittagszeit, ne? Vielleicht die Nudeln noch mal eine halbe Stunde stehen lassen. Da kann man sich das ja angucken. Two Broke Girls, One Cup. Für die ganze Familie. Wecken Sie auch den Opa mal. Jetzt wird's witzig. Ne? Ja. Mögen Sie Soft Eis? Ja. Dann viel Spaß. Hallo. Ja, das waren wir sind immer noch, ja. Wir müssen jetzt hier immer den ganzen Tag das Programm ansagen, weil wir verloren haben gegen ProSieben. Ja, schöne Scheiße, so ist es jetzt eben, jetzt sitzen wir da. Was ist jetzt? Nochmal Two Broke Girls kommt jetzt? Ich erkläre das nur nochmal, weil jetzt natürlich neue Leute Fernsehen gucken. Die ersten, die ab 6 Uhr geguckt haben, liegen jetzt schon erschöpft wieder im Bett. Ja, jetzt kommt die zweite Schicht. Die kommen erst so gegen 16 Uhr wieder zurück. Aber wir machen es möglich. Binge-Watching im Fernsehen. Jetzt eine weitere Folge von Two Broke Girls. Ping, 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 ping. Pium. Kurz auch noch ein Inhouse-Hinweis für die Kollegen von ProSieben, die gerade hier im Hause vom Fernseher sitzen. Heute in der Kantine gibt es dreierlei vom Ei zum Sonderpreis von nur 7 €. Musstest du das jetzt sagen? Ja. Echt? Zu was die dich alles zwinge? Wie du? Ich habe gesagt, ich helfe gerne, wo ich kann. Also, um jetzt die Überleitung zu schaffen, du, für die Kollegen bist du wie eine Mutter. Und jetzt kommt Mom. Für sie hier auf ProSieben, feinstes Comedy Entertainment. Hi, da sind wir wieder. Ja! Als nächstes kommt... Two and a Half Men. Okay. Ja, jetzt ist es 2:20. Und ich möchte noch mal daran erinnern, auch vielleicht die Programmverantwortlichen, Two and a Half Men, sehr gut, freue ich mich auch, dass er jetzt kommt. Aber früher, da gab es noch so schöne Sachen wie zum Beispiel Arabella um 14 Uhr. Das habe ich geguckt, wenn ich aus der Schule kam. Hauptschule war immer 1 Uhr vorbei. Dann habe ich 2 Uhr Arabella geguckt. Vorher habe ich immer schon angefangen, AK, Abschlussklasse. Abschlussklasse? Aber ja. Ja, wie es bei Spike und Co. so weitergeht, das interessiert mich natürlich auch. Können wir das wieder ins Programm nehmen? Vorher jetzt eine Folge Two and a Half Men. Viel Spaß. Ja. Das war eine Folge Two and a Half Men. Und logischerweise folgt jetzt eine weitere Folge Two and a Half Men. Die wunderbare Serie mit Charlie Sheen. Die in Malibu spielt. Er ist ein erfolgreicher Komponist. Und weiß nicht, wohin mit seiner Kohle. Und hat immer Frauengeschichten am Start. Genau. Ja, so klar.
Guten Tag, herzlich willkommen. Herzlich willkommen! Hier im Fernseher bei ProSieben. Es gibt jetzt eine neue Folge der beliebten Erfolgs-US-Sitcom The Middle. Bra! Auf ProSieben. Und ja, da wünschen wir ganz gute Unterhaltung und viel Spaß dabei. Und ja, lassen Sie sich mal richtig verzaubern in die witzige Welt der ProSieben Comedy. Schalten Sie mal ab, Urlaub vom Gehirn, dafür stehen Urlaub wir hier. Vom Gehirn. Jetzt kommt eine Folge The Middle, noch eine. Worum geht's da eigentlich? Weiß das einer da oben? Die gute Sue bemüht sich um ein Stipendium. Nachdem sie ihre erste Absage erhält, muntert Frankie sie auf. Und währenddessen wollen Axel und Hutch an Gewicht zulegen, um in die Football-Schulmannschaft aufgenommen zu werden. Ich wusste gar nicht, dass er Axel heißt. Ich dachte, er heißt Axel. Aber gut, kann ja sein, dass er Axel heißt. Ja, vielleicht eine neue Folge. Na ja, gut, viel Spaß mit bei The Middle. Wisst ihr Bescheid. Ja, das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, hier auf ProSieben überhaupt noch eine Quote einzufahren. Die Leute verwirren und sie in dem Glauben lassen, Big Bang Theory läuft schon. Wir haben die Masken falsch verteilt. Ich bin der Kleine, du bist der Große. Ja gut, aber ich bin halt der Schlaue und du, also wie soll man es denn jetzt verteilen? Ich krieg die Weiber. Wie soll man es denn jetzt verteilen? Weißt du, es gibt halt also wie man es macht, macht man es bestimmte Parameter, die sich nicht ändern lassen. Jetzt kommt aber eine Folge Big Bang und da soll Raj heiraten. Das findet er persönlich aus nachvollziehbaren Gründen nicht so lustig, weil das alles arrangiert ist. Na, mal sehen. Na, ihr kleinen Fernsehglotzer? Hallo. Sitzt ihr immer noch vorm Gerät? Wir haben euch erwischt. 15:30 ist es schon, ne? Na? Hm. Wollt ihr nicht mal irgendwas anderes machen? Schulabschluss? The Big Bang Theory kommt jetzt. Da lernt man auch was über Physik immer. Ja. Das schwarze Loch, in das ihr euch gerade hineinlebt. Das beschreiben die da. Also, jetzt nochmal Big Bang Theory genießen. Und danach sind wir ganz sicher auch wieder da für euch. Bussi. Ja, Sie sehen also, liebe Zuschauer, es lohnt sich hier bei uns bei ProSieben zu bleiben heute. Bei der nächsten Folge Big Bang Theory orientiert sich Regisseur Mark Jandrowski an der klassischen Sage des Außenseiters. Hier dargestellt von Jim Parsons, dem der Konsum eines koffeinhaltigen Getränkes zu Kopf steigt, weil er unter immensem Druck steht. Richtig, Joko. Fortan bildet er sich ein, süchtig nach diesem Getränk zu sein und treibt seine Mitbewohner in den Wahnsinn. Und somit sind hier auch bei ProSieben am Nachmittag die Lacher garantiert. Ja. Ich spiegel mich von innen gegen diese verspiegelte Dings hier und sehe mich selber total nah. Ich finde das nicht gut. Wir gucken uns jetzt noch eine Folge Big Bang Theory an, weil man als ProSieben-Zuschauer sonst sich unwohl fühlt. Wenn man länger als eine Dreiviertelstunde nicht Big Bang Theory sieht, wird man unruhig als ProSieben-treuer Fan. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, es ist ein altes Sprichwort, ne? Die Dosis macht das Gift. Zu viel ist dann auch nicht gut. Also jetzt noch eine und dann ist Schluss. So, hier kommen wir jetzt so richtig ins Bild gelaufen, weil das im Fernsehhandwerksbuch als dynamisch gilt. Denn wir wollen Ihnen jetzt klar machen, jetzt ist was Besonderes. Kurz vor fünf passiert hier was? Ich spüre meine Arme und Beine nicht mehr. Richtig. Und um fünf ist Tough Time. Jetzt fangen wir an mit Tough. Wirklich, es ist vor Aufregung schlafen mir Arme und Beine gerade ein, weil ich nicht glauben kann, dass dieser Moment gekommen ist. Irre. Es sind nur noch 7 Stunden bis Feierabend. Ja, wir spritzen den wieder fit, aber jetzt erstmal Tough. So, wir sind jetzt seit ungefähr 12 Stunden hier, sieht man vielleicht ein bisschen. Jetzt sehe ich hier gerade, jetzt kommt hier die ProSieben Newstime oder wie wir hier sagen, die Tagesschau des kleinen Mannes. Geh du mal lieber raus, weil du hast ja Ärger mit den Kollegen. Ne? Nicht, dass dir noch einer auf dem Parkplatz gleich auflauert und alte Rechnungen begleichen Sag will. Sag nicht, dass ich da bin, okay? Nein, Joko ist nicht da. Weiß nicht, wie sie drauf kommen, nur weil ich klar bin, dass Joko auch hier sein sollte. Jetzt kommt die ProSieben Newstime. Aufgepasst und mitschreiben, dass jetzt kommen Informationen. Na, das sind ja Aussichten, die wir da gerade präsentiert bekommen haben. Ich sag ja immer, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Zum Beispiel zu große Anzüge. Ja. Das hat mit dem Wetter jetzt nichts zu tun, aber der sieht aus, ey, du siehst wirklich aus. Der hing da vorne, als ich rankam. Mann, ey. Dafür kann der Pförtner heute hier seine Privatklamotten tragen. Wer besser angezogen ist, ist der Herr, den wir jetzt sehen werden. Viel Spaß jetzt, meine Damen und Herren, bei den Simpsons. So macht der Michael Marx das immer, ne? Bei den Simpsons, viel Spaß. Genau. So, das war eine Folge. Und, kannst du mal ausmachen jetzt das Ding, bitte? Ganz kurz, wegen der Pizza. Wegen was für Pizza? Für Abendessen. Ach so, Salami. Salami, okay, genau. Eine Salami, scharfe oder normal? Nee, normal. Normal, eine Salami und für mich eine Margarita. Ach so, kannst du die fragen, ob die so Panna Cotta haben in so kleinen Plastikdingern? Haben sie Panna Cotta in kleinen Plastikdingern? Ja. Haben die? Ich frag gerade. Ja. Ach so, jetzt kommt noch eine Folge Simpsons. Hier dauert das eh noch ein paar Minuten. Würden wir dann auch zwei nehmen?
Ich hab vergessen, was wir sagen wollten. Ach so, jetzt sehe ich sie da hinten. Das ist, ja klar, ist ja 5:05, was soll jetzt kommen? Richtig, Galileo. Das, wo wir unsere komplette Bildung her haben. Ich habe zum Beispiel per Abendschule, per Galileo-Abendschule, habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Hm? Ja, Fachgebiet war, wie macht man Pommes und wo steht die geilste Wasserrutsche der Erde? Habe ich 15 Punkte in beiden Fächern, kann ich jetzt mit Arzt werden oder Raketenprofessor. Was man halt so werden kann. Mal gucken, was wir heute lernen. Staatsanwalt. Vielleicht werde ich noch Staatsanwalt. Mal gucken, was wir heute lernen. Grey's Anatomy, hast du das schon mal gesehen, sag mal ehrlich? Das möchte ich jetzt nicht ehrlich beantworten. Sag mal schnell. Also Auszüge, ja. Mir geht's einfach, bei so einer Serie dachte ich immer so, es geht viel um OPs, es geht aber sehr viel um Liebe. Und das ist nicht so meins. Nee? Nee, in Serien nicht so. Weil ich muss wirklich sagen, ich gucke das regelmäßig und gerne. Ja? Ja. Ich würde mich freuen, wenn sie mehr Menschen operieren würden. Da geht's immer nur um Sex. Ja, und? Ja, weiß ich nicht. Also mir gefällt Grey's Anatomy und ich hoffe Ihnen auch, es geht ziemlich los. Ich bin noch am Popeln hier, ich kann noch nicht. So, ja, jetzt. Also ich muss ganz kurz, ne, ich habe ja eben gesagt, ich habe das, ich glaube, ich habe mir das noch nie so richtig angeguckt, Grey's Anatomy. Ich finde es gut. Ja, sag ich doch, habe ich doch gesagt, es ist gut. Ja, was du mal gegen Liebe hast. Ja, aber vielleicht ist auch jetzt guckt man sich das ja hier an, weil man auch hier sitzt, während sie zu Hause gucken. Da musst du ein bisschen reinkommen, das ist wie bei jeder Serie. Da musst du erstmal, musst du dir nicht eine Folge reichen, da musst du direkt noch eine gucken. Darf ich mir was wünschen? Ja. Können wir noch eine gucken? Okay, ausnahmsweise noch eine Folge Grey's Anatomy, weil du das bist. Dankeschön. Also, viel Spaß. So, David, kurz noch. Hast du den Ende jetzt gesehen oder nicht? Ja, klar. Ich schlaf doch nie ein. Oh, immer sagt er das, ne? Ich schlaf nicht, ich höre noch zu. Und dann pennt er und dann kann man mit ihm nicht eine Serie einfach weitergucken, weil er nie weiß, wo man dann ist. Haben wir eigentlich einen Rekord gebrochen heute? Was denn für ein Rekord? Dass wir einen Tag gearbeitet haben oder was? Bist du bescheuert? Ich weiß es nicht. Wegen so, jetzt gucken wir noch eine Folge Grey's Anatomy. Noch eine! Du guckst jetzt hin. Okay, let's do this. So. Das war's jetzt gleich. Ja. Wir sind gleich fertig mit unserem Krimskrams hier. Ich werde mich jetzt richtig anstrengen bei der nächsten Ausgabe Joko und Klaas gegen ProSieben, weil ich habe wirklich keine Lust mehr, nochmal irgendetwas freiwillig was Schönes zu machen für den Sender. Weißt du, was das Gute ist? Wir sind jetzt die Letzten hier im Haus. Ich laufe jetzt gleich noch eine Runde durch alle Büros und mache die Schreibtische durcheinander. Ja, okay. Ich installiere Viren. Gut. Also, vielen Dank für heute. Tackert irgendwas zusammen. Komm, hier, Feierabend. Lucifer.